Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Samstag, der 10.8. morgens 8 Uhr. Es hat sich super abgekühlt und deswegen kriege ich jetzt ein Video. Foundation trage ich keine. Ich habe ein bisschen Concealer unter den Augen gemacht. Ich habe Bronzer drauf, ich habe Rouge drauf, ich habe meine Augenbrauen gemacht. Und jetzt wollte ich mit euch die Soft X ausprobieren. Ich mache mal ein bisschen heller, ne? Warte mal so. So, die Soft X ausprobieren. Ich habe die Fenster auf, also ich könnte Nebengeräusche sein, Vögel zwitschern etc. pp. Aber dafür laufen keine Ventilatoren. Und das ist jetzt die Palette. Und die wollte ich mit euch ausprobieren. Ja. Ich hole euch mal näher ran. Warte mal. So. Die Augen. Jetzt muss ich doch mal gucken. Ich gehe heute mal auf Risiko. Evelyn. Von Evelyn, nee, von Essence und gehe in dieses Gelb, erstmal rein. Wenn ich hier ab und zu runter gucke, es ist mein Spiegel hier den gelben Ton gebe ich mir in die Lidfalte. Okay, der kommt nicht so an die Lidfalte rüber wie im Pfännchen. Aber muss man vielleicht aufbauen. Sie krümeln ein bisschen im Pfännchen. Aber mal gucken. Also wie gesagt, den hier, ne? Aber lassen sich aber gut aufs Auge bringen, also. Okay. Das wäre der gelbe Ton. Der hier. Den setze ich mir in die Lidfalte. Ja. Es hat sich Gott sei Dank ein bisschen abgekühlt, Leute. Echt. Gott sei Dank. Es ist nicht mehr ganz so heiß heute, aber nun mal gucken, wie lange es so bleibt, ne? Also heute und morgen soll es erstmal so bleiben, das Wetter. So 23 bis 25 Grad. Und gut zu meinem Haarband heute. Also ist ja kein Haarband, ist eigentlich ein Halstuch. Ich habe es nur zum Haarband. Was ist denn das hier? Ein Fussel. Umfunktioniert. Und ja. Ich möchte meine Haare jetzt ein bisschen wachsen lassen. So. Bisschen stärker in die Lidfalte rein. Bisschen über die Lidfalte gehen. Genau so. Und
Aber das sind schöne Farben, also. Sind ja sowieso meine Farben. Obwohl ich schon 56 bin, aber trotzdem darf ich solche Farben tragen. Oder darf man im Alter so eine Farben nicht tragen? Also Leute, traut euch. Oh, wenn ihr über 50 seid. Das ist doch Quatsch, wer gibt denn das vor? Finde ich immer lustig, wenn ich solche Kommentare bei mir lese. Weniger ist mehr und nee. Wir haben da nur das eine Leben. Also lass mich das so leben, wie ich das möchte. Ich mag es so. Geht nochmal hier mit dem Gelb hier rüber und blende das mit dem Gelb so ein bisschen aus. Ja, ich mag das so bunt. Weil das Leben ist schon grau noch. Also bringt Farbe ins Spiel. Ob auf den Augen oder wo auch immer. Ist ein bisschen fleckig. Ich muss mal gucken, ob ich das ein bisschen ausblenden, also weicher blenden kann. Die Flecken wegmachen. Die Pinsel sind übrigens vom Primark, die ich euch empfehlen kann. Was ist denn das hier immer? Fusseln die Lidschatten? Aber wenn man das jetzt hier ein bisschen ausblendet, dann muss man wieder ein bisschen aufbauen. Oh. So. Wo sind wir jetzt stehen geblieben? Achso. Farben im Alter, ja, Leute. Lasst mich doch mit Farben spielen. Es ist doch. Ihr müsstet ja nicht machen, aber ich finde es schön und ich möchte das so. Ganz einfach. Wenn euch das nicht gefällt, ihr müsstet ja nicht nachschminken, aber. Ich finde es schön. Und mir sind ja sowieso. Gefällt mir schon ganz gut. Das gefällt mir ganz gut. Diese Lila hier nehmen. Mal gucken, ob das auch so gut aufs Auge kommt. Würde mal interessieren, wer von euch auch farbenfroh ist und gerne mit Farben spielt. Jetzt ist eben der Akku ausgegangen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr mitgekommen seid. Ich habe diese Farbe genommen und habe mir die noch mit hier runtergesetzt und habe euch gefragt, wer denn von euch auch so farbenfroh ist und zieht. Und ich setze mal da oben eine Umfrage rein. Wäre schön, wenn ihr daran teilnehmen würdet. Und ja. Das würde mich doch echt mal interessieren. Wer von euch so farbenfroh ist. Und auch gerne Farben benutzt. Das sieht doch schön aus. Ich werde aber noch hier so ein Ich hoffe, ihr könnt überhaupt was sehen.
fett. Aber das Gelb finde ich ja, also. Ich muss hier noch mit ein bisschen Gelb ausblenden. Das Gelb finde ich ja schön. Also kann man schön zum Ausblenden nehmen. Wenn man diese Farbe mag. Doch. Gefällt mir. Gefällt mir. Doch, doch, doch. Dieser Ton an, den setze ich mir hier so ein bisschen. Da nehme ich aber meinen Finger. Oh. Leute. Leute. Ist doch schön. Vorne würde ich ganz gerne. Vorne passt halt dieser hier. Diesen. Da nehme ich auch den Finger. Und setze den mir vorne rein. Man macht immer so ein blödes Gesicht dabei, ne? Ein ganz dummes Gesicht. Aber die Farbe ist ja der. Der Burner. Halleluja. Oh Gott, ist die schön. Oh. Ist die schön. Oh. Halleluja. Ist die schön. Aber jetzt muss ich noch mal mit diesem noch mal reingehen. Und oh, die ist ja so schön. Oh, guckt euch doch mal die Farbe an, ey. Halleluja. Pinsel kommt ja nicht ganz so rüber. Aber so ein bisschen. Oh, ist das schön. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Ich finde, ich könnte noch ein bisschen Rouge gebrauchen, oder? Dann nehme ich jetzt diesen mal. Wunderschön.
wunderschön. Gefällt mir super gut. Super gut. So, ich tusche jetzt mal. Nee, jetzt mache ich erstmal noch den Highlighter. Ja, leider war der Kamm eben zu warm, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt hier so ein. Und zwar diesen Highlighter von aus der BH Palette. Und habe mir diesen lilanen Ton auf die Wangen gesetzt. Bisschen auf die Nasenspitze hier. So, und jetzt mache ich schnell meine Wimpern. Dann sehen wir uns wieder. So, my friends, ich bin fertig. Ich habe heute Fake Lashes drauf. Nach 33.000 Stunden habe ich sie endlich drauf. Ich hole euch mal ran, auch auf die Gefahr hin, dass ihr meine großen Poren seht. Hole ich euch trotzdem nah, denn das ist real. Wie gefällt euch der Look? Ja, ich habe Großporen. Ich kann es nicht ändern, Leute. Und wenn man so dicht, ich meine, ich habe euch jetzt wirklich super rangezoomt. Wenn man draußen rumläuft, da kommt keiner so dicht dran und sagt, oh, sie haben aber große Poren. So. Das ist der fertige Look. Mit der Soft X Palette. Und genau, hier ist sie. Mit dieser Soft X. Schöner Look, oder? Stippenlift fehlt doch noch, Leute. Soll ich da mal einen von Colourpop drauf machen? Habe ich hier so etliche von Colourpop? Ich nehme den mal von Colourpop. Welche Nummer ist das? Den mache ich doch mal rauf. Ich würde sogar sagen, der passt. Oder? Was sagt ihr? Passt der? Doch, passt. Super, das war's von mir. Hab heute diese Frische genutzt, um ein neues Video zu drehen, einen neuen Look für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Hier oben könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren. Hier oben verlinke ich euch noch zwei Videos. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.